wieder jetzt oben umzieht, Alter, wieder zieht. Was? Ja, Freunde, was soll ich sagen? Heute ist der Tag der Tage. Wir holen heute endlich meinen CL500 Kompressor ab. Aber bevor wir jetzt gleich reingehen werden, wollte ich noch eine kleine Sache sagen. Denn für mich ist es einfach so voll krass, wenn ich nur darüber nachdenke. Ich habe meinen YouTube-Kanal während meines Studiums begonnen mit nichts außer meinem PC und Mikrofon, habe da meine Videos aufgenommen. Irgendwann konnte ich es mir nur durch euch leisten, den CL500 zu kaufen. Und jetzt bekomme ich einfach einen Kompressor in meinen CL500 von Infinitas. Wie krank ist das einfach? Ich bin einfach nur mega happy und wollte an der Stelle auch einfach nur mal Danke sagen, weil ohne euch, meine Zuschauer, die immer die Videos schauen, wäre das alles nicht möglich. Aber ihr wollt ja jetzt bestimmt auch wissen, wie viel Leistung der CL hat. Und da werden wir gleich mal zum Nikolai reingehen und dann gucken wir mal, weil ich weiß es wirklich noch nicht. Er hat es mir nicht verraten. Also, komm, los geht's. Ja, gucken wir mal, wo der Nikolai sich versteckt. Wo bist du, Nikolai? Ach, da ist er. Nikolai, was machst du? Komm. Komm, auf geht's zum CL, komm! Hi! Also, ja genau, erstmal hallo Nikolai. Na, wie geht's dir? Ja gut, ich hab's sehr gut hierher gefunden und ich möchte auch gerade ganz schnell zu meinem CL. Wo ist er denn? Er ist noch gar nicht fertig. Wie ist er noch nicht fertig? Ja, wir hatten noch viel zu viel Ladedruck, ich hab dir doch geschrieben. Ja, ich weiß, aber dann habt ihr halt ein bisschen weniger gemacht, damit er noch ordentlich Bums hat, ne? Ja, jetzt sind wir in die andere Richtung gerudert, jetzt haben wir gerade ein bisschen zu wenig. Ja, wir haben weniger PS gemacht, nur noch 250 oder was, ne? Nein, die Serienleistung haben wir schon geschafft. Sollen wir mal hinschauen. Die Serienleistung? Ja. Also hat er jetzt offiziell 306 PS oder was, ne? Ein bisschen. Ein ja komm, bisschen. Komm, zeig mal, zeig mal. Ja, der verarscht mich eh nur wieder. Ja, komm, komm. Ne? Da steht er schon, hier kannst du reinfilmen. Ah, da steht er und glänzt. Neben Gleichgesinnten. Gleichgesinnten. Ja. Geh mal rein in die gute Stube. Oh, da steht er schon, mein CL. Guckt mal, da steht er da, das wunderbare Schlachtschiff, ne? Nikolai, so ein schickes Auto hast du nicht, ne? Leider nicht, ne. Nee, also, er hat das kann ich mir leider nicht leisten. Ich mach ehrliche Arbeit. So, als ob sie einen Zuhälter schnitten wäre oder sowas. Aber für die unter euch, das ist mein CL aus der Schweiz importiert. Habe ich irgendwann Anfang vom letzten Jahr geholt. Und der hat auch wunderschöne AMG-Felgen, die der Nikolai, glaube ich, sauber gemacht hat, ne? Dich interessiert jetzt, was der für eine Leistung hat, oder? Ja, klar. Aber was sage ich dir nicht? Wie hast du mal gemessen, 100, 200? Ja, ja, habe ich. Das waren 17,6 Sekunden, war beim Sommer. Dann würde ich sagen, fahr mal einfach auf die Autobahn, messen jetzt mal 100, 200 und dann kannst du mal schätzen, wie viel Leistung wir haben. Stimmt, da könnt ihr auch mitschätzen. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie viel Leistung hat. Und danach gehen wir wahrscheinlich auf den Prüfstand, oder? Ja, wir müssen es ja auch wirklich wissen, wie viel Leistung wir haben. Ja, weil wir haben nämlich damals... Wir haben es natürlich davor schon gemacht. Ja, natürlich. Und wir haben davor ja auch gemessen, 296 PS. Und mal gucken, wie viel er dann hat. Aber ich würde sagen, wir springen rein, schmeißen den Hobel an. Ich bin auch gleich so froh, endlich wieder CL zu fahren. Ich habe das so endlich vermisst, weil ganz ehrlich, ich bin ja vorher immer E63 jetzt die ganze Zeit gefahren, aber CL fahren ist einfach, das ist einfach so geil. B-Säule runter, keine Fenster und ist einfach geil, ne? Mir gefällt es auch, ja. Ist ein schönes Auto. Also, los geht's, komm. Ja, wohl doch kein Kaltstart. Aber drück mal drauf, Nico. Ich glaube nicht, dass ich verändert habe. Aber ey, natürlich kriege ich nicht genug, aber was mich noch viel mehr interessiert, wir gehen jetzt mal nach vorne zum Motorhaube und du gibst auch mal Gas, ob man irgendwas vom Kompressor hört. Weil wie wir letztes Mal gefahren sind, haben wir ja nichts gehört. Soll ich das Motorhaube auch machen? Ja, nee, lass mal wirklich zu und wir gehen jetzt einfach nur nach vorne und hören mal. Tritt mal drauf. Hören wir irgendwas? Also schreibt mal in die Kommentare, weil ganz ehrlich, ich höre wirklich gar nichts. Also man hört selbst im Stand nichts. Also ich höre jetzt auch nichts. Ist perfekt, Understatement. Aber ich würde sagen, wir langweilen euch jetzt nicht weiter rum. Ihr wollt auch alle die Zeit und die PS-Zahl wissen und dann auf die Autobahn, Nico, oder? Auf die Autobahn, los geht's, steig ein. Ja, Freunde, ich habe mich jetzt in den CL reingesetzt und wundere mich die ganze Zeit, warum die Tachobeleuchtung denn aus ist, ne? Der Nikolai ist die ganze Zeit hier am Rumspielen und hat mir hier einen Limiter eingestellt auf 30. Ich weiß echt nicht mal, wie das weggeht. Ah doch, so ist weg. Jetzt ist weg. So, wir fahren los. Du lachst sie hier dann ab, ne? Ja, du darfst mich nicht so lange auf dem Fahrersitz lassen, wenn du hier die Kameras einrichtest. Oh, dieses Geblubber vom CL ist so geil. Ich habe ihn so vermisst. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, Freunde, jetzt treten wir einfach mal rein und gucken, was passiert. Ja.
Alter, wie der jetzt nach 4.000, also 5.000, 6.000 wieder noch zieht. Der ging richtig gut jetzt. Und boah, das ist ja wirklich krank, der Unterschied. Jetzt ohne Scheiß. Normalerweise ist man immer gewohnt, so beim Zähl, hier beschleunigt raus und bei 3.000 volles Drehmoment liegt an. Und dann so nach 4 langsam macht es dann so müde. Kommt nichts mehr. Aber jetzt ist es ja quasi umgekehrt. Jetzt kommt obenrum erst der Schub. Richtig. Das ist ja der Vorteil von dem Radialverdichter. Boah, ihr habt quasi einfach richtig die Drehmomentkurve so geil angepasst. Du wirst richtig erfreut sein, wenn du die Kurve siehst. Boah, ja, stimmt. Aber wir messen ja gleich noch. Ich würde sagen, ich drehe gleich nochmal Kickdown rein, weil das interessiert mich auch. Boah, das war richtig gut. Schau mal, 100. Boah. 120, zack. Für so ein schweres Auto. Das ist so geil. Oh, Nikola, ich sag dir eins, es ist so geil, wieder CL zu fahren. Du glaubst es nicht. Ich bin so vermisst. Und wieder Kickdown ist. Komm! Sehr schön wäre so ein Vergleich Serie gegenüber denen, ne? Ich meine nur, das ist. Jeder M113-Fahrer kennt das. So obenrum ist immer tote Hose bei den Dingern. Und jetzt geht's ab. Aber jetzt geht's sofort auf die Autobahn. Ich will jetzt wissen, wie schnell der 100-200 ist, Nikola. Vor 17,6 Sekunden. Und jetzt. Was schätzt denn? Ich sag. Jetzt sogar nach dem ersten Gefühl? Boah, das ist halt schwierig einzuschätzen. 0-100 war jetzt schon sehr fix. Weil du bist ja vielleicht ein bisschen fitter noch bei den ganzen Zeiten, so, weil du misst das ja viel öfter, aber ich sag jetzt... Ah, dann wird's jetzt peinlich, wenn ich verliere. Das hast du ja super jetzt mal. Ja, genau so wollte ich es hindrehen, ne? Na, ich würde sagen, wir schaffen 14, irgendwas. Was hast du? Hätte ich auch gesagt, so. Wunschvorstellung wäre was mit 13, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube eher irgendwas mit 14, ja, wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns auf der Autobahn und gehen direkt Kickdown. Der Marius ist nicht mehr zu stoppen. Kannst losgehen, oder? Ja. Was warst du denn die ganze Zeit? Ja, ich würde es sicher nicht auf dem Rastplatz hier machen. Ja, Freunde, nachdem wir jetzt endlich die PG reaktiviert haben und gemerkt haben, dass an der Frontscheibe der beim CL irgendwie kein Empfang ist, werden wir jetzt einfach mal versuchen, direkt zu messen. Komm! Komm, CL! Zieh durch jetzt, komm! 300 Meter. 150. Boah, wie der jetzt oben umzieht, Alter, wie der zieht. 200. CL, zieh durch jetzt, komm. 6. Ich habe schon an deinem Blick gesehen, dass es gut ist. Wir haben gerade schon diesen Blick so gesehen. Was ist es, Nikola? Komm, sag. Sag jetzt. 13 Sekunden, Mann. Glatt. 13,04. Was? 13,04. Was haben wir vorher gesagt? Alter, wir haben 14 gesagt, beide. Und ich habe gesagt, Traumvorstellung wäre 13. Boah, und vor allem, du musst jetzt mal 13,04. Ja, ich habe gemessen 17,6. Gut, es war ein bisschen wärmer, okay. Aber, also damals, ja. Jetzt ist es ein bisschen kälter. Aber trotzdem ist das brutal. Boah, das krank. Ist wirklich. 13. Vor allem, ich komme da nicht mehr klar. Über 4,5 Sekunden. Wie ich das jetzt, ich scroll so runter. Am Anfang sieht man es ja nicht. Ah, doch, man sieht es links oben. Aber ich scroll immer ganz runter. Da habe ich das gesehen. 13,04. Das ist geil. Jetzt ist nur noch die Frage, Nikolai, wie viel PS der jetzt hat, verdammt. Also ich sag, also wenn das so ist, dann muss er wirklich gegen die 400 gehen. 380, 390 PS oder so, irgendwas muss er haben. Meinst du? Ja, irgend sowas. Es geht doch, wenn die Zeit sagt uns, dass es so in der Region liegen muss. Der Wahnsinn. Also ich freue mich riesig. Ich auch. Wie geht's denn dir hier als Besitzer des Fahrzeugs? Ich bin ja vorher gerade immer nur diese niedrigeren Geschwindigkeiten gefahren. Das auch gemerkt, so nach 4 schiebt der richtig. Und jetzt... Wirklich, so, da siehst du so, wie es auf 180 zugeht. Wir reden hier von über 4 Sekunden schneller. Das ist ja einfach nur krank. Wirklich, wie der oben rum noch zieht, das ist übelst krank geil, Alter. Yes. Ich sage euch nur eins, wenn ihr M113 habt, ihr braucht das auch. Ja, ihr das braucht geil. Das einfach. Das transformiert das ganze Auto wirklich. Vorher ist so ein müder V8, der macht zwar seinen Dienst, aber jetzt... Schiebt das Ding richtig an, es ist einfach so geil. Und aktuell habt ihr eben die einmalige Chance mit dem Rabattcode 15%. Und ich sag's euch, holt euch das. Jetzt wirklich, beschenkt euch selbst zu Weihnachten, holt euch dieses Kit. Aber ich bin jetzt mal richtig gespannt,
was das Ding auf der Rolle macht. Und wir fahren jetzt schnell zurück zu Infinitas und geben dann da nochmal Gas. So, Marius, jetzt geht's los. Jetzt stehen wir drauf. Aufgespannt ist er. Ja. Er steht schon auf dem Prüfstand der CL500. Nicht zum ersten Mal bei euch. Ne? Jetzt geht's um Zahlenraten. Du hast die Zeit ja gesehen. 100, 200 ist richtig stark. Über 4 Sekunden mehr. Also, ich bleib bei meiner Vermutung 380 bis 390 PS. Meinst du so viel? Ja, das wären ja... Das ist schon sehr viel. Das sind fast 100 PS. Ja, stimmt. Vor 296 PS und dann... Also bei euch, ne, da muss es doch schon so sein. Ne? Also, die Zwangsberatung muss sich lohnen. Ich will noch nicht zu viel verraten, ich weiß es. Ihr könnt ja auch mal raten in den Kommentaren. Ja. Ich würde sagen, legen wir gleich mal los, ja, oder? Ich gehe kurz in den Raum rüber und du? Ich mache meinen Job. Also, los geht's, Freunde. Ich bin hier jetzt im Nebenraum. Hier seht ihr noch meinen CL. Und hier können wir gleich live beobachten, welche Leistung der CL machen will. Danach sehen wir hier das schöne Leistungsdiagramm. Also, let's go! So, jetzt schauen wir mal. Was kriegt man hin? Drehmoment ist schon über Serie. Oh, jetzt, was kommt. Okay, wow, es steigt immer noch. Boah, das waren gerade 380. Ich glaube, 380 war das. Boah, der hat gerade 380 angezeigt, aber jetzt misst er noch die Verlustleistung. Und ich bin mal gespannt, was gleich auf dem Diagramm steht. Also komm, zeig das Diagramm an, los. Ja, dann zeigt drin, sagt einer Daumen hoch. Boah, da sehen wir es. Wir haben 377,7 PS und 449,4 Newtonmeter. Und vor allem, wenn ihr euch mal das Diagramm anschaut, also für die, die sich auskennen, wie schön ist denn die Drehmomentkurve? Alter, und wie diagonal, also wie das einfach hier linear nach oben steigt. Wir holen jetzt gleich mal kurz den Nico dazu und legen mal unsere Originalleistung drunter, weil ich glaube, das wird ein krasser Unterschied sein. Also wir haben auch schon ein bisschen mehr Leistung schon gemessen gehabt. Aber ich finde, das Krasse ist ja, man muss die Serienkurve immer drüber. Jetzt habe ich gerade eben auch so gesagt, dass wir gleich dich holen. Jetzt legen wir mal die Serienkurve. Weil das ist ja gerade das extrem krasse. Wenn man es jetzt so sich anschaut, es ist schon geil. Es ist schon geil hier, die Drehmomentkurve. Wie es nach oben ballert und eigentlich immer konstant weiter nach oben geht. Jetzt schauen wir uns mal diesen Unterschied an. Wow. Also. Vor allem im hinteren Bereich. Du hast ja gesagt, vorne hat er mehr Drehmoment. Es ist jetzt relativ identisch. Man darf natürlich nicht vergessen, es gibt immer ein bisschen Messtoleranzen. Also wir haben das letzte Mal gemessen mit 386 PS, jetzt 377 PS. Die sind natürlich alle geeicht, die Prüfstände, aber es gibt immer ein bisschen Toleranz. Also habt ihr schon mal bei dem, wie ihr das letzte Mal gemessen habt, 386 gepackt? Genau, also wie wir aufgehört haben, die Jungs gestern um 3 Uhr nachts, haben sie da noch abgestimmt, sind sie eigentlich mit 386 PS rausgegangen. Ja, aber das ist schon mal eine Ansage, ganz ehrlich, weil manche werden sich jetzt denken, hä? 449 Newtonmeter, Serie soll 460 haben. Meine hatte Serie, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich 417 nur gehabt und 296 PS, weil ihr seht es ja. Vor allem in dem Bereich, ihr seht richtig, ab hier, ab 5000, kackt der originale M113 richtig ab vom Drehmoment her. Und genau da kommt der Kompressor und haut einfach nochmal richtig drauf, ganz ehrlich. So wie die Kurve aussieht, wenn der M113 noch höher drehen würde, dann würde das ja noch... Genau so weiter nach oben steigen. Der Kompressor könnte es auf jeden Fall, ja. Es ist ja auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da, wo man es haben möchte, ist die Leistung auch. Nicht im unteren Bereich braucht man die Leistung ja eigentlich gar nicht so. Man immer, wenn man Gas gibt, Kickdown gibt, möchte man die Leistung haben und da hat man sie jetzt. Ja, weil es war vorher wirklich so, am M113, der hat sich, wenn man mal wirklich dynamisch überholen wollte oder auf der Autobahn mal richtig treten, richtig müde angefühlt, weil immer dann so im oberen Bereich, der richtig abgekackt ist. Mhm. Und ich habe es ja vorhin schon gesehen, das ist wirklich, es macht... viel mehr Spaß, das Auto zu treten. Ich glaube, der CL wird in der Zukunft öfter mal Vollgas gefahren. Also ich kann es jedem von euch wirklich nur ans Herz legen. Holt euch so ein Infinitas M113 Kompressor-Kit, weil das transformiert euer Auto wirklich. Hier sehen wir auch nochmal die Kurve, die die Jungs letzte Mal gemessen haben. Da sehen wir allgemein nochmal leicht drüber über dem, was wir gerade gemessen haben. Aber holt euch. Hast du Kraftstoff reingetankt, oder? Ja, nee, ich habe sogar Aral 102 reingetankt. Wahrscheinlich ist er deswegen weiter runtergegangen. Ja, aber ich sage euch ganz ehrlich, ihr habt ja aktuell durch meinen Rabattcode Marius15 die Chance, euch auch so ein Kit, auch wenn ihr BMW-Kits von euch wollt oder so, gibt es alles aktuell.
Und es ist wirklich eine einmalige Aktion. Komplette Kompressor-Sortiment gibt es 15%. Ja. Komplette Palette gibt es 15% mit meinem Rabattcode. Nur noch bis Donnerstag, ne? Stimmt, jetzt, wo das Video rauskommt, nur noch bis Donnerstag. Also schlagt besser schnell zu und sichert euch das Kit. Und eine Sache, die wir vergessen hatten, in den letzten Videos anzusprechen, wir hatten ja angesprochen, dass es eventuell noch Erweiterungen des Kits gibt. Ja, das war dir noch ganz besonders wichtig. Das Ganze wird in einem Baukastensystem. Also der Marius hat sich nämlich schon Gedanken gemacht, jetzt habe ich doch den SK Plus drauf. Wie ist das jetzt, wenn jetzt noch ein anderes Kit rauskommt? Wenn es mir mal zu langweilig wird, ne? Ja, kann er nachrüsten, kann er die Teile benutzen. Ja, das Ganze wird ein Baukastensystem werden. Also man kann die Teile, die drin sind, schon teilweise benutzen und man kriegt natürlich neue Teile, die dann zusätzlich dazu kommen. Wenn es dann mehr Leistung wird, sind wir einfach limitiert an gewissen Punkten. Also das heißt jetzt für euch, ihr geht jetzt bitte auf die Infinitas Website, wenn ihr so ein Auto habt, das Geld habt, holt euch ein Weihnachtsgeschenk mit meinem Rabattcode und dann, ich glaube, wenn die viele von euch kaufen, dann ist der Nikolai auch nicht abgeneigt, dann noch eine leistungsgesteigerte Version zu machen, damit ich dann später und ihr dann auch noch ein bisschen mehr Bums bekommt. Ja, man muss auf jeden Fall keine Bedenken haben, dass man sich jetzt das Kit holt und nicht warten muss bis zum nächsten, wenn es eins geben sollte. Also es ist natürlich immer nach, ja, je nachdem, wie die Marktanfrage ist, wie du schon gesagt hast. Ja, und ganz ehrlich, ihr solltet nicht warten, weil den Rabattcode gibt es, wie gesagt, nicht nochmal. Ja, aber ich glaube, wir haben das M113 Kompressor Infinitas jetzt genug in den Himmel gelobt, dass es richtig geil ist. Marius, aber eine Sache haben wir vergessen. Was denn? Hä, was haben wir vergessen? Komm mit, ich zeig's dir. Okay. Wir schauen gerade, wo das originale CL500 Logo eigentlich positioniert wäre, weil bei mir ist nämlich keins da. Und genau da kommt gleich das schöne Infinitas Logo hin. Gell, Nikolai? Mhm, und der Marius hat mal wieder Sonderwünsche. Ich habe hier zwei Embleme zu einem gemacht, weil wir haben ja die silbernen eigentlich nur als Prototypen mal bestellt. Und da haben wir zwei Stück da, genau zwei Stück, hoffe ich. Eigentlich habe ich einen Kunden das silberne versprochen. Ich hoffe, dass wir jetzt noch eins da haben. Und das wollte er natürlich mit orangener Mähne haben. Natürlich, hab so ist doch am schönsten. Guckt euch das mal an. So, Freunde, jetzt haben wir es dran. Und ich finde, also es ohne Scheiß, guckt euch das mal an. Ich finde, das sieht voll geil aus. Ja, das ist ein echter Infinitas, Marius. Ach, guckt euch das mal an, das Infinitas-Logo. Also vor allem mit dem Löwen, mit der Mähne, das sieht schon geil aus, Nikolai, ne? Ja, jetzt ein echter Infinitas. Jetzt ist ein echter Infinitas, vor allem der Umbau ist schon geil. Und ich sage euch eins, Freunde, abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn der Großteil von euch, der die Videos schon, den ihr eh nicht abonniert, ich weiß, heutzutage guckt man nicht mehr so Videos, aber der Umbau ist noch nicht zu Ende. Denn mit diesem schicken Fahrzeug fahre ich natürlich jetzt zum Raphael in die Sterngarage, bei denen ihr übrigens auch die Kits erwerben könnt und euch einbauen lassen könnt. Denn dort wird noch eine kleine optische Veränderung vorgenommen, eine große optische Veränderung, die mit diesen Stoßstangen und Schwellern und der Frontstoßstange zu tun hat. Spezialemblem dran bleibt, was wir hier extra gebastelt haben. Ja klar, das bleibt hoffentlich dran und das wird richtig geil. Ich habe noch ein paar richtig geile Sachen damit vor. Einige, die mir auf Instagram folgen, die haben das schon vorher mal vor einem Jahr gesehen. Da habe ich nämlich da was diese Stoßstangen betrifft und so, nämlich schon etwas erworben, aber dazu dann in den nächsten Videos mehr. Also abonniert auf jeden Fall den Channel und wie gesagt, wenn ihr so ein Kompressor-Kit wollt, ihr habt jetzt bis Donnerstag die einmalige Chance, das zu erwerben mit 15% Rabatt, vor allem bei dem Preis von dem Kit, das sind ja schon ein paar hundert Euro, die ihr da spart. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwann mal upgraden wollt, falls ihr genug kauft, dann gibt es ein Upgrade irgendwann. Dann holt euch das auf jeden Fall. Ich bin mega zufrieden. Ich fahre jetzt auch mit diesem wunderschönen Schlitten. Ich bin auch so froh, ihn allgemein wieder zu haben, hier nach Hause. Und bin einfach noch mega happy, denn jetzt macht so viel mehr Spaß. Leider haben wir jetzt Winter, aber dafür wird es im Sommer dann gleich umso geiler. Ich bedanke mich auf jeden Fall am Nikolai, komm mal her, weil ich muss mich an dieser Stelle auch mal bedanken, nicht nur bei euch bedanken, weil ohne euch wäre das ja auch alles nicht möglich gewesen und auch bei dir, Nikolai, und deinem Vater und dem ganzen Infinitas-Team, das ganze Infinitas-Team, auch der Johannes, der wirklich sehr viel Zeit, auch wie gesagt gestern bis 3 Uhr nachts da reingesteckt hat, dass das wirklich fertig wird und damit das auch ihr bekommen könnt und ich bekommen kann. Und ich bin einfach nur mega glücklich, dass wir hier so eine Kooperation machen konnten. Und ich, was soll ich sagen? Checkt auf jeden Fall auch die Social Media Kanäle von Infinitas aus, weil wenn da neue Kompressorsysteme rauskommen und ihr immer up to date bleiben wollt, dann gibt es das natürlich auch bei denen auf dem Instagram-Channel. Und dann würde ich mal sagen, Nikolai, hast du noch irgendwas? Von mir ist alles. Dann würde ich mal sagen, abonniert den Kanal und bleibt gespannt, was passieren wird. Und dann nur noch... Außer mich natürlich auch bei dir zu bedanken. Nicht, dass das so wirkt, als wäre ich undankbar. Nein, hat mir auch voll Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch mega Spaß gemacht. Und dann nur noch, Freunde, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ciao!